Es sind drei Themenbereiche, die die Märkte derzeit dominieren. Stimulus, ja, nein, wie viel, wann? Dann zweites Thema Corona. Wie schaut es aus? Wie entwickelt sich das weiter? Kriegen wir dann neue Lockdowns? Und das dritte Thema natürlich die US-Wahlen heute Nacht, ja, die Debatte zwischen Trump und Biden. Das wird dann der nächste Hingucker. Fraglich, ob das noch irgendwas ändert oder ändern wird. Wir werden sehen. Man könnte fast von diesen drei Themen als eine Dreifaltigkeit sprechen, um hier mal theologisch zu werden. Also diese christliche Auffassung, es gibt einen Gottvater, einen Gottessohn, nämlich Jesus, und den Heiligen Geist, im Hebräischen Ruach Elohim genannt. Jedenfalls ist das etwas, was für die Christen halt immer besonders wichtig war, und man hat sich vor allem dann in der Spätantike schon fast die Köpfe eingeschlagen, wie das jetzt genau zu definieren ist. Schließlich hat das Ganze dann zur Trennung zwischen der römisch-katholischen Kirche im Westen vor allem und der orthodoxen Kirche im Osten geführt. Und so ist jetzt die Frage, naja, wie schaut es jetzt um die Dreifaltigkeit der Themen aus für die Finanzmärkte, nämlich US-Wahl, Corona und eben Stimulus. Und wir schauen uns mal die Sachstandlage an. Was ist da derzeit der Fall? Kommen wir zu die Stimulus. Es ist, wie Sie hier unten sehen, so ein bisschen wie in täglich grüßt das Murmeltier. Immer wieder das Gleiche. Wir haben optimistische Aussagen, so heute von Pelosi. Ja, bald werden wir in der Lage sein, praktisch die Tinte aufs Papier zu bringen, so die Demokratin. Sven Hendrik hat das Pen on Paper soon, just around the corner. Also immer dieses, wir stehen ganz, ganz knapp davor, aber knapp daneben ist manchmal eben auch vorbei, muss man sagen. Und dann Pelosi, wir haben Fortschritte gemacht. Think we're just about there on a stimulus deal. Und die Märkte, die zuvor unter Druck waren, haben sich dann deutlich erholt. Aber da gibt es wieder mal ein dickes Aber, denn Pelosi hat nicht von dem gesamten Stimulus-Deal gesprochen, sondern man hat nach wie vor offenkundig starke Differenzen eben in diesen Hilfen für Bundesstaaten und Lokalverwaltungen. Und genau das ist das, was für die Demokraten zentral ist. Wenn die Republikaner da nicht mitgehen, dann wird dieser Deal nicht zustande kommen, denn Städte wie New York zum Beispiel sind finanziell am Absaufen, da fahren bald keine U-Bahn mehr, weil die Kohle schlichtweg nicht mehr reicht, um das Ganze aufrechtzuerhalten. Und oft sind das demokratisch regierte Staaten, die hier in Finanznöten sind, aber nicht immer, aber eben sehr viele. Deswegen wollen die Demokraten hier schnell irgendwie vielleicht Gelder aktivieren, damit sozusagen hier die Lichter nicht ausgehen, aber das wollen die Republikaner wiederum nicht. Also es ist irgendwie immer wieder das gleiche, Stimulus, Hoffnung, dann starten die US-Märkte stark, werden wir gleich sehen, und dann kommt wieder so ein bisschen Ernüchterung, dann fallen die Märkte. Insgesamt auffällig jedenfalls, dass aufgrund dieser Stimulushoffnungen so ein richtiger Befreiungsschlag bisher nicht gelingt. Und wir haben Aussagen heute von Sid Donald im Vorfeld der Fernsehdebatte, der gesagt hat, ja, diese Fox News Umfragen, die seien doch alle Fake News. Er selber wisse ganz genau, dass in den Bundesstaaten, um die es hier geht, nämlich Swing States wie Michigan, Pennsylvania, da liege er vorne, das wisse er ganz genau. Wir werden sehen, wie die Dinge dann wirklich ausgehen. Jedenfalls nach wie vor möglich, dass wir eine sehr schwierige Wahl bekommen, zum Beispiel eine Wahl, in der Biden zunächst vorne liegt durch die sogenannten Early Votes, dazu gleich mehr, dann aber, weil viel mehr Republikaner Präsenzwähler sind, also wirklich ins Wahllokal gehen am Wahltag, dann Trump plötzlich vorne liegt und möglicherweise dann, wenn die letzten Briefwahlzettel gezählt sind, und das kann man ja noch in manchen Bundesstaaten Tage nach der Wahl machen, dass dann Biden wieder vorne liegt, zumal ja eben manche Bundesstaaten ganz, ganz eng sind. Wenn ein Bundesstaat in die eine oder andere Richtung kippt, dann kann das eine Wahl entscheiden. Also da ist vieles möglich, eine Contested Election nach wie vor sehr, sehr gut möglich. Die Aktienmärkte jedenfalls haben derzeit keine Angst vor einem möglichen Biden-Sieg. Wenn wir uns hier mal anschauen, seit dem Jahr 1900, wie ist es gelaufen unter demokratischen oder unter republikanischen Präsidenten, dann sehen wir, wenn man im Jahr 1900 10.000 Dollar angelegt hätte, dann hätte man, und das nur, das Geld hätte nur arbeiten lassen, wenn republikanische Präsidenten an der Macht sind, hätte man jetzt 100.191 Dollar. Hätte man das Ganze nur gemacht, wenn Demokraten an der Macht sind, hätte man 429.000 Dollar, also etwa das Vierfache. Das zeigt also, dass die Aktienmärkte historisch gesehen unter Demokraten besser gelaufen sind. Ob das wirklich eine Aussage ist, mit der man viel anfangen kann, ist mal hinterfragt, aber egal. Hätte man gar nichts gemacht, sondern einfach nur seit 1900 das Geld stehen lassen, dann hätte man 4,3 Millionen erzielt. Das ist
ist sozusagen das, was hier vielleicht historisch mal ganz interessant ist. Zu diesen Early Votes sei gesagt, wir haben jetzt praktisch schon ein Drittel derjenigen, die im Jahr 2016 insgesamt gewählt haben in den USA, sind jetzt durch Early Votes schon da. Das heißt, wir haben jetzt ein Drittel schon der Gesamtstimmen, die wir im Jahr 2016 haben. Die Wahlbeteiligung dürfte deutlich höher sein als eben 2016. Da ist einfach wirklich in irgendeiner Form eine Motivation, sowohl bei den Trump-Anhängern als auch bei den Trump-Gegnern zur Wahl zu gehen. Die beiden Anhänger oder die beiden wählen, sind oft nicht besonders fanatische beiden Anhänger, aber sie sagen, ich will den Trump weghaben, die Trump-Anhänger wollen den unbedingt behalten. Und so ist es sozusagen etwas, was alle interessiert. Das ist wirklich eine Wahl, die motiviert und auch sich dann eben in der Wahlbeteiligung niederschlagen wird. Und wir sehen, dass diese Stimulus-Geschichte respektive ein potenzieller Biden-Sieg von den Anleihemärkten jetzt eingepreist wird. Wir sehen die 10-jährige US-Staatsanleihe. Jetzt bei 0,84%. Damit ist man jetzt direkt am sogenannten 200-Tages-Durchschnitt. Das waren wir zuletzt im Dezember 2018, dieser 200-Tages-Durchschnitt, der fällt kontinuierlich, weil die Anleiherenditen ja gefallen sind, aber möglicherweise haben wir da jetzt einen Boden gefunden. Tiefer geht es einfach nicht mehr, weder in Europa noch in den USA. Und jetzt besteht natürlich das Potenzial durch Stimulus, durch solche Geschichten, dass wir irgendwann doch inflationäre Tendenzen sehen, nämlich Verbraucherpreisinflation. Die andere Inflation sehen wir ja schon in Aktien und Immobilien, aber dass dann sozusagen natürlich höhere Renditen gefordert werden am Anleihemarkt, weil schlichtweg die Inflation diese Mini-Renditen dann komplett auffrisst. Das ist ein Punkt, auf den sehr zu achten sein wird. Wenn die Kapitalmarktzinsen steigen, dann sind plötzlich die Anleihemärkte wieder eine Alternative zu den Aktienmärkten. Insgesamt, wenn wir uns mal das Muster anschauen, wie schaut es aus bei Wahlen, die ziemlich umkämpft sind, wo nicht wirklich klar ist, wer wird das Ganze gewinnen, sehen wir, dass wir bis Ende Oktober meistens fallende Märkte haben und dann kurz vor der Wahl dreht die ganze Geschichte nach oben. Ob es diesmal so kommt, ist die große Frage. Viele gehen davon aus, ja, wir werden eine Weihnachtsrallye bekommen, aber vielleicht werden die Dinge auch schwieriger, wenn zum Beispiel dann wirklich die Demokraten gewinnen, Donald aber ja bis 20. Januar im Amt ist und dann viele Sachen blockieren wird. Das wird den Aktienmärkten oder das würde den Aktienmärkten nicht so wahnsinnig gefallen. Schauen wir uns mal das Muster der letzten Tage an, das heute ähnlich sich wieder an der Wall Street abgespielt hat. Wir haben zunächst mal einen starken Start. In der ersten Stunde steigen die Kurse, da erreichen wir das Tageshoch und dann wird regelmäßig immer abverkauft. So war es heute auch. Wir haben eröffnet, Kassamarkt, bums, ging es nach oben. Dann Druck auf der Pipeline, es ging ziemlich deutlich nach unten. Und dann kam diese Pelosi-Meldung, dann hat man sich wieder ein bisschen erholt. Aber das Tageshoch ist noch in weiter Ferne, was den heutigen Tag betrifft. Und insgesamt kann man sagen, wenn wir uns jetzt mal anschauen, was in diesem Jahr passiert ist, dass die Gewinne, was die Wall Street betrifft, über Nacht erzielt werden, also durch die Futures. Da ist es sozusagen konsequent irgendwie jemand dabei, ab und zu die Kurse nach oben zu ziehen. Das ist schon lustig, zumindest die Performance deutlich besser, als wenn der Kassamarkt an der Wall Street auf hat. Interessant vielleicht auch, dass die Tech-Werte so langsam ihren Zenit überschreiten könnten, auch was die Relative Earnings betrifft, also die Gewinnsituation der Techs. Hier sehen wir, dass die sich so langsam ein bisschen verschlechtert seit August, aber die Tech-Werte halten sich noch gut. Wir hatten gestern Tesla mit vermeintlich guten Zahlen, wir hatten davor Netflix mit nicht so guten Zahlen. Aber möglicherweise ist jetzt so langsam mal die Zeit umzuschichten, in Substanz zu gehen, in Value zu gehen, nicht mehr hier unbedingt auf Growth zu setzen. Und hier schauen wir uns mal in einem Chart von Capital.com den Nasdaq 100 an. Da sehen wir, ja, wir sind eigentlich noch in einem intakten Abwärtstrend, zumindest einem kurzfristigen Abwärtstrend, was jetzt die letzten Tage betrifft. Im Grunde seit 12. 13. Oktober geht es eigentlich nach unten in einem Trendkanal, der bislang intakt ist. Und insgesamt vielleicht mal ein Wort, man sagt ja immer wieder, oder ich lese immer wieder in den Kommentaren, ich sei so bärisch für die Märkte. Nein, ich bin nicht bärisch für die Märkte. Wir können in Zeiten von MMT, von Notenbanken, die unbegrenzt Geld drucken, eine Verdopplung, eine Verdreifachung der Kurse sehen. Ich bin bärisch, wie Alan Greenspan hier offenkundig, auch für die fundamentalen Dinge, für das, was wirklich in der Realwirtschaft passiert. Und ich glaube, dafür gibt es ja auch durchaus einige
Anhaltspunkte, zum Beispiel der, dass wir jetzt sehen, dass die Korrelation zwischen dem S&P 500 und der US-Wirtschaft noch nie so gering war wie heute. Wir sind sozusagen jetzt sogar negativ korreliert. Je schlechter es der Wirtschaft geht, umso besser geht es dem S&P 500. Und das bringt so diesen ganzen Wahnsinn mal auf den Punkt. Und wie gesagt, man kann, glaube ich, durchaus bullisch sein für die Aktienmärkte oder eben zwischenzeitlich bärisch sein für die Aktienmärkte, solange Notenbanken letztendlich das Überleben dieser Märkte garantieren und immer eingreifen, wenn es richtig brenzlig wird, ist das so eine Sache. Aber das andere ist doch, dass letztendlich die Schulden schneller wachsen als die Wirtschaft. Dass wir jetzt durch die ganze Corona-Krise eben eine Beschleunigung dieses Trends gesehen haben und kaum ersichtlich ist, wie das zurückgedreht werden soll. Die Schulden wachsen jetzt mit rasender Geschwindigkeit weiter, während die Wirtschaft kontrahiert in der Summe. Also das ist natürlich eine schwierige Kombination. Schauen wir uns noch hier abschließend mal um in Deutschland. Da ist die Nachfrage nach Toilettenpapier um 90% gestiegen. Man muss teilweise schon, wenn man Toilettenpapier kauft, in etwas teurere Supermärkte gehen, da gibt es es noch. Wenn man zum Beispiel zu Aldi geht, dann ist praktisch immer alles leer gekauft. Und hier unten sehen wir in der Grafik mal so die Entwicklung: 22. August, 22. September, 22. Oktober. Hier die dunklen Zonen, vor allem beim 22. Oktober, sind die, wo es sehr hohe Fälle von Corona-Infizierten gibt. Also das ist sozusagen schon eine ziemlich deutliche Entwicklung, die hier stattfindet. Und vielleicht abschließend noch eine Bemerkung zur EZB. Die arbeitet ja an einem digitalen Euro. Und das ist genau das, was man braucht. Wenn sozusagen die Schulden schneller wachsen als die Wirtschaft, dann muss man in irgendeiner Form ein Digitalgeld entwickeln, sodass man dann letztendlich irgendwie eine Alternative vielleicht hat zu Negativzinsen, denn man weiß, okay, wir können die Negativzinsen nicht unendlich ausweiten, das wird nicht gehen, das wird nicht funktionieren, das bringt eine Wirtschaft um, also brauchen wir in irgendeiner Form etwas, womit wir die Kontrolle absolut behalten, und das wäre natürlich ein digitaler Euro. Auch die Fed denkt ja über eine Digitalwährung nach, und Markus Krall hat hier in diesem Tweet schon mal ein Foto gemacht von diesem digitalen Euro, Blockchain basiert, und hier sehen wir, wie das Ganze dann aussehen wird. Ein Monument der Freiheit, könnte man sagen. Also, das ist die Situation. Es sind diese drei Themen. Stimulus, es ist wirklich, und täglich grüßt das Murmeltier. Die US-Wahl wird auch irgendwann vorbei sein, aber die kommt natürlich jetzt in die heiße Phase im Vorfeld mit der heutigen Fernsehdebatte. Und dann haben wir das Corona-Thema. Auch das dürfte uns noch etwas länger begleiten, wahrscheinlich den ganzen Winter durch. Und mit der Gefahr regionaler Lockdowns im Das sind so die Dinge, die jetzt derzeit als Dreifaltigkeit gewissermaßen die Märkte im Griff haben. Jetzt wünsche ich einen wunderbaren Feierabend und sage Ihnen Servus und Ciao.